Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy 7. 7. 1 natürlich. Von Final Fantasy 1. Keine Ahnung, wie ich gerade auf 7 komme. Ja, jetzt erkunden wir weiter die Terra-Höhle, gehen in den zweiten Geschoss und dafür müssen wir einfach hier lang. Den Ogerhäuptling nehmen wir natürlich mit. Einfach und gibt gut Geld. 300 Gil ist sehr schön. Brauchen wir über 30.000 Gil, also. Dann haben wir hier einiges zu erkunden. Ich glaube, irgendwo da ist auch der Boss, oder war der ist in Ebene 3? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, in Ebene 3. Egal, wir wollen hier runter, hier lang. Dann zuerst in den Raum da unten. Bevor wir dann in die nächste Ebene gehen, weil hier ist gerade eh keine andere Schatzkarte und das ist der einzige Raum. Was ist denn der kürzeste Weg hier so außenrum? Ich denke, außenrum könnten wir am wenigsten kämpfen müssen. Schauen wir mal. Überall diese Fledermäuse natürlich. Davon haben wir noch ein paar Stück. Eigentlich nicht nötig, aber... Ich glaube, für den Vampir werden wir nicht so viel brauchen. Okay. Fällt mir ein, dass wir, glaube ich, noch eigentlich theoretisch noch die Anti, also dass man weniger Schaden durch Feuer und so bekommt, haben sollte. Hilgigas. Irgendwie kommen mir die bekannt vor, aber ich weiß gerade nicht warum. Gigas. Erinnere mich an was. Also an Gegner, die man so kennt. Oh, die hauen aber auch gut rein, ne? Wie viel Gil geben die? Oh, 1700. Sehr, sehr schön. Ich habe nichts gegen Hilgigas. Kommen die hier immer? Ja, hier kommen die immer. Hier können wir gut Gil farmen. Gut, hier muss man auch gut gegenheilen, aber... So ist das manchmal im Leben. Aber dann lieber gegenheilen und dafür einiges an Gil bekommen. Ich glaube, ich werde das noch... zweimal machen, gegen die zu kämpfen. Obwohl, das kann ich auch offscreen machen, ich muss mir das nur merken. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ein paar bekämpft habe. Bis gleich. Oder auch nicht, kommen nicht immer die, nur Zufall. Dann hauen wir jetzt ab. Hat sich erledigt. Jetzt gehe ich trotzdem runter, ne? Weil meine Orientierung sackt. Oha. Drei Häuptlinge und ein Normaler, was ist denn da los? Mal so. Ihr Häuptlinge, ihr werdet halt trotzdem aufs Fressbrett bekommen. Weil wir brauchen euer Gil.
1000 Gold ist auch nicht schlecht. Ich bin eine Fledermaus, Kiki! Okay. Nehmen wir mit, was da ist. Ich weiß nicht, ob die Schätze genug Geld geben. Weil... ja. Die Rüstung will ich unbedingt haben. Und noch ein paar Zauber. Habe ich denn Magie? Ja, kriege ich schon hin. Okay, was bist du für eine? Bist du der Boss? Ich glaube nicht. Aber sicherheitshalber halte ich mich mal hoch. Nein, bist du nicht. Du bist nur ein Erdelementar. Eins, das sehr schnell tot ist. Ich kann auch mal einfach schnell speichern. Ja. 500 Gil. Lederschild. 5000 Gil. Sehr, sehr schön. Kann ich das Lederschild gebrauchen oder habe ich was Besseres? Ja, mein Eisenschild ist natürlich besser. Wer hätte das gedacht? Ganzen Weg zurück und dann da direkt lang. Euch nehme ich natürlich mit, ihr Hillgigas, ihr Hillbillies. Es wäre doch dumm, das nicht zu tun. Ich weiß nicht, warum ihr so viel gehabt, aber... und so viel EP gibt, aber das ist sehr nett von euch. Und was bist du, ein Minotaurus? Gibst du? 300, Alter. Ja, du gibst auch ganz gut. Dafür, dass du nur ein Gegner warst. Mach Platz da. Euch brauche ich aber nicht. Selbst würde ich am wenigsten mag, ey. Ihr vergiftenden Werwölfe. Im letzten Frame, ey. Ciao. Ich kann mal gucken. Ich habe jetzt 25.000 gehört. Das ist gut. Hier, das wollte ich drücken. Hier irgendwo ist auch der Vampir. Ich schätze mal da in dem Raum. Ganz am Ende, das würde Sinn machen. Alter. Na wohl, komm. Machen wir mal ein Feuer auf die. Folge bewahren wir uns für den Boss. Ach, vergifte doch meine Leute nicht. Bum, 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 bum. Ah, nur 400 Gil. Das ist ja nix. Ach ja, ich sollte vielleicht auch... Antidot hier. Und eine Potion hier. Noch eine hinterher. Und du darfst auch nochmal eine trinken. Schlafsack erhalten. Sehr nett. Ach. Und das gleiche nochmal. Ich hätte genau, ja.
Aber bei neuen Gegnern kann ich leider nicht nein sagen. Ausnahmsweise. Wir sind da eh kurz vor Level Up. Du hast noch einen Raum mit Kiste, du bist noch eine Schatzkiste. Du bist leer, du bist eine Schatzkiste. Und du bist auch eine Schatzkiste, wahrscheinlich auch der Boss. Der Boss oder der Boss ist da dann. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Was seid ihr denn? Kokatrice? Ich habe keine Ahnung, was ihr sein darstellen wollt. Ihr seid Cox. Warum wir uns auch immer mit Cox anlegen. Hm, 800 ist schon nicht schlecht. Und eine Goldnadel, das ist auch sehr schön. Den Raum, den Raum und den Raum. Pisco-Dämon, euch habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Angriff, 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 Angriff ist die beste Verteidigung. Er haut ganz schön gut zu. Da wird er so Piss-Dämon sein. Cthulhu-ähnliche Zauberer. Ah, die haben bald fast alle Level Up. Was für ein Level hat meine Gruppe eigentlich? 19, sehr schön. Aber bevor das hier eine Falle ist, teile ich mich natürlich wieder hoch. Gil, sehr schön. Hier kriegt man doch ordentlich Gil. Da kriegt man. Komm, setzen wir mal Eis rein. Okay, war unnötig, aber hey. Wir brauchen eigentlich so viele Zauber. Für den Boss, schätze ich mal. Steinreich, Achievement erhalten. Du warst leer, du Raum. Ich weiß das doch. Du kannst mal hier. Du darfst dich auch mal verteidigen. Paralysiert halt alles. Dafür werdet ihr im Lichte der Krieger des Lichtes vergehen, ihr Untoten. Ja, dreimal Level Up und 800 Gil. Sehr schön. Ich glaube, wir haben auch fast genug. Ich weiß, dass sie leer ist, aber ich will gucken, ob da noch was anderes ist. Und ja, da ist ein Gegner. Das heißt, den werden wir mitnehmen, vielleicht gibt er gut EP und Gil. Mit 111 Schaden, Junge. Junge, Junge. Gibt's auf jeden Fall ein Level Up? Nein, doch nicht. Tja, Kevin. Kriegst du aus Maul, aber hast immer noch kein Level Up. Das ist nicht sehr nett. Aber die geben dir ein Level Up, immerhin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das wäre sonst schade, wenn nicht. Ja, siehste, hast du auch ein Level Up.
mehr Glück, wahrscheinlich mehr Crit. Ich habe keine Ahnung. Eine Falle. Noch wurde ich kein einziges Mal in Stein verwandelt. Dafür habe ich mir doch die Sterndinger geholt. Das erstaunt mich. Und 1000 Skill. Ja, ich denke, 36.000 brauchen wir doch für das Teil. Da kann man das doch schon mal mitnehmen. Naja, du machst... doch, du verteidigst, aber du machst hier ein Dialog und du verteidigst. Katsching. Gibt da auch noch mal 800 Gil. Alles auf dieser Welt ist vergänglich. Das Schicksal nimmt seinen Lauf und Fäulnis wird die Erde überziehen. Euer Handeln ist sinnlos. Wehrt euch nicht gegen eine Kraft, die ihr nicht einzuschätzen wisst. Lasst mich euch führen, das Reich der Untoten. Vampir. Gucken, ob das Schaden macht. Und wir machen mal... ja, zum Glück vor ihm. Adios, amigos. Oh, das ist ja wirklich schon besiegt. Wow. Wir sind die Krieger des Lichts. Was erwartet ihr? Nice. Sternrubin erhalten. Ja, das war eigentlich nicht der eigentliche Boss des Dungeons. Kleiner Spoiler voraus. Der kommt noch. Aber dafür müssen wir erstmal ein bisschen zurück. Jetzt hätte ich gerne den Teleportzauber. Ja, was man nicht alles gerne hätte, wa? Und das heißt erstmal den ganzen Weg zurück. Alles zurückgehen. Die zwei Cthulhuaner nehmen wir mit. Für bei 600 Gil sage ich nämlich nicht nein. Eiterschleim, ist ja eklig. Schleime. Zumindest sind es nicht diese knuffligen Dinger da aus. Wie heißt das jetzt nochmal? Dragon. Ihr wisst schon, was ich meine, hoffentlich. Irgendwas mit Drachen. Da gibt's auch mehr, ist auch ein JRPG mit mehreren Teilen. Gott, wie hieß denn das? Kann doch nicht so doof sein. Drachen, Dragon. Ich hab keine Ahnung. Ich bin gerade irgendwie dumm. Gott, wie kann ich denn vergessen haben? Das ist ja peinlich.
Ach komm, Dragon Knight, nein. Dragon Soul, nein. Ach. Egal, mir fällt's bestimmt wieder ein. Deine Mutter Dragon. Nee. Warum müssen wir so viel reisen in diesem Spiel? Warum gibt's so viele Zufallskämpfe? Ein Troll? Das war auch noch nicht. Obwohl, ich muss eigentlich alles mitnehmen, was wir noch nicht hatten, oder? Ich meine, für die Monsterfibel, oder? Ich glaube, die gab's hier. Ich habe gerade keine Ahnung. Machen wir einfach erstmal weiter. Ihr seid so hässliche Alien-Gargoyles. Nicht mit mir, Gollum. Gollum. Okay. Und dann müssen wir auch den ganzen Weg zurück später, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Ist halt Backtracking des Todes. Ich hoffe, das sind Teil 2 bis 6 nicht so krass, aber ich weiß es nicht. Die habe ich nämlich nie gespielt. Ciao Bella. Und hier geht's rauf. Die nehmen wir noch mit, da gibt's ja auch ganz gut. Gilt für einen One-Shot. 489, ist okay. So, jetzt gehen wir erstmal zurück zur Stadt, würde ich sagen. Wir könnten auch direkt dahin, wo wir hin sollen. Ach komm, machen wir das so. Ich weiß ja, wo wir hin müssen. Das weiß ich ja. Obwohl, ne, wir gehen in die Stadt. Kaufen wir die Rüstung. Flieht, ihr Narren! Dankeschön. Muss ja nicht immer exakt 30 Minuten sein. Weil wir doch einiges geschafft haben heute, würde ich sagen. Please, thank you, very much. How much is the fish? Die Rüstung, genau. Er reinspaziert. Besten Dank. Wir haben gerade 37 Abwehr. Jetzt haben wir 47 Abwehr. Er reinspaziert. Ich möchte gerne etwas verkaufen. Die Eisenrüstung. Das Lederschild. Und das war's. Mehr kann ich gerade nicht verkaufen. Aber es sind ja noch bei 6000. Ja. Warum kann ich das nicht lernen? Ich müsste eigentlich auch nochmal komplett zurück, ne?
Dann wär's mal das da. Vielleicht reicht das ja. Um gegen den ersten richtigen Boss zu bestehen. Das sind sehr viele. Fällt mir ein, dass ich noch was vergessen habe zu kaufen. Bleib zurück, Kevin. Wir brauchen dich nicht so. Sorry für das Hin und Her, aber ich habe was vergessen. Dafür muss ich... Ach, die haben gar keinen normalen Shop, ne? Ne, normale Güter haben die nicht. Okay. Ist auch nicht so weiter wichtig. Dafür müsste ich dann in die Elfenstadt. Oh, was haben wir denn da? Zwergtiger. Gegen euch will ich mal kämpfen. Um zu wissen, ob ihr euch lohnt. Geht so. Mehr für P als für alles andere. Und hier 5000 Gegner braucht ihr. Nicht wundern, dass ich vor euch weglaufe. Jetzt ist ja auch noch vergiftet. Nee, nee, Kevin. Du musst immer dich vergiften. So. Wäre das auch aufgehoben. Und dann ab dafür. Höhle der Riesen. Der lässt einen nämlich hier nicht durch eigentlich. Komm hier, Isekrims. Ach komm, manchmal habe ich das Gefühl, das dauert 2 Stunden. Gibt's keinen Vorspulbutton wie in Teil 7, 8 und 9? Ist das etwa ein Sternrubin? Wollt ihr mir den geben? Dann mache ich euch den Weg frei. Nom nom, lecker, lecker, ja, schmecker, schmecker. Mampf, ach ja, lecker, ein sehr guter Jahrgang. Es geht nichts über einen echten Sternrubin. Ich gehe da mal kacken, ciao. Und durch die Wand gehe ich auch noch. Weil ich bin ein, ja. Ich bin der Günther, ich kann das. Du nicht, du bist nicht der Günther. Deswegen kannst du das auch nicht. Naja, den Sternrubin von dem Vampir bekommen, von seiner Schatztruhe, um hier einfach durchzukommen, damit jemand was essen kann. Oder damit jemand was essen kann, durften wir halt durch. Streitaxt. Gil. Mithrilhelm. Sehr schön. Den Mithrilhelm nehme ich. Oh nee, keiner will die Streitaxt haben. Ah, die wäre für ihn gewesen. Nee, die nehme ich dann natürlich nicht. Ach ja, ich glaube, das Spiel, was ich meinte, heißt Dragon Quest. Das dürfte es sein. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Und jetzt sind wir hier. Und dann können wir dadurch hier in die Höhle rein. Sorry, ich brauche euch nicht. Höhle des Weisen. Oh, ein Weiser.
Kann ich damit irgendwas anfangen? Das sind nur Deko-Objekte. Zum Glück wohnt er in einer Höhle ohne Gegner. Es ist also euch zu verdanken, dass der Vampir nicht mehr ist. Doch offenbar war auch er nur das Faktotum eines noch viel böseren Existenz. Tief unten erstickt das Chaos der Erde den segnenden Schein des Kristalls. Hinter dem Raum des Vampirs geht es noch tiefer hinunter. Benutzt dort diesen Stab. Holzstab erhalten. Wow. Gesegnet seien die Kristalle. Ja, und mit diesem Holzstab machen wir uns dann in den Dungeon wieder auf. Weil da haben wir noch mehr zu erkunden. Ja, aber das war's auch wieder für diese Folge. Und wie es dann beim nächsten Mal weitergeht, wir sehen uns dann beim Vampir halt. Im Raum des Vampirs in der nächsten Folge wieder. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Also bis dann. Tschüss.